Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, im letzten Part sind wir alle Rennen gefahren von Tiss heißt sie, glaube ich, irgendwie so. Itzi heißt sie, glaube ich. Und heute machen wir alle Meilensteine und vielleicht fahren wir heute auch gegen Itzi. Und wir machen schon mal hier die Blitzer, weil die gehen relativ schnell, die Blitzer hier. Und dementsprechend sollte es eigentlich kein Problem sein. Unser Wagen ist auch schnell genug. Glaube ich, hoffe ich. Sollte aber eigentlich der Fall sein. Und wie auch schon in den letzten Parts gesagt, dieser Wagen wird erstmal jetzt für die nächsten paar Folgen unser Kopffahrzeug sozusagen, also Meilensteinfahrzeug. Und ja, wir haben auch schon mal den ersten Blitzer erfolgreich getriggert. Und wir triggern jetzt den nächsten Blitzer. Wie viel müssen wir hier erreichen? 195. Boah, schaffen wir easy. Also Top Speed ist hier bei dem Wagen wirklich gut, ey, ne? Ich meine, wir schaffen ja mit dem Wagen 280 km/h. So, 100... Was war das jetzt nochmal? 195 oder 85? Irgendwie. Ach komm, wir schaffen locker hier 200. Oder? Ja. Easy. Oh! So, ja, noch easy. 200 erreicht, 5500 Kopfgeld bekommen. Nice, vielen Dank. Und wie viel fehlt? Also, wie viel Kopfgeld brauchen wir noch? Ey, 40.000, okay. Wir kriegen pro Dings hier 19.000. Runden wir mal einfach grob auf 40.000. Also das sollte eigentlich passen. Also, wenn wir die beiden Meilensteine erreicht haben, dann sollten wir auch dann am Ende genug Kopfgeld haben. Weil die Verfolgungsjagd wird ja auch ein bisschen dauern. Ne? Und ja, deswegen sammeln wir ja auch ein bisschen Kopfgeld. Müssen die anderen Polizisten hier warten. 4 Minuten müssen wir noch übrigens fahren. Also easy peasy, das schaffen wir locker heute die 180.000 zu bekommen. Und dann fahren wir auch gleich gegen der Itzi. Itzi heißt sie? Keine Ahnung, irgendwie so. Gut, jetzt muss ich absichtlich hier langsamer fahren, weil ja, ich möchte nicht, dass ich schon nach 30 Sekunden hier flüchte. Das wäre nicht so gut. Da haben wir ja nichts erreicht hier. Ja, das war alles umsonst. Ja, alles umsonst. So, komm, hol mal Verstärkung. Ja, endlich. Die erste Verstärkung. Komm, ich muss nicht berühren. Ich muss nicht berühren. So, bam. Dankeschön. Und jetzt versuche ich den mal kaputt zu machen. Mit Speedbreaker kann man, glaube ich, den easy kaputt machen. Oh, das war jetzt nicht gut. Ich möchte den kaputt machen. Aber nur einen von denen. Ich möchte nicht alle kaputt machen. Also deswegen benutze ich auch keinen Verfolgungsstopper. Bam! Komm, ja, den haben wir jetzt zerstört. Aber ich darf den anderen jetzt nicht zerstören. Weil der ist schon fast kaputt. Also hätte ich eigentlich... Ah, Mist, das war eigentlich dumm von mir gewesen, dass ich den einen da, der nicht kaputt war, kaputt gemacht habe. So, aber ich mache den gleichen Fehler jetzt nicht nochmal. Und zwar berühre ich erstmal den hier. Super, berühren. Das tue ich gerne. Und welcher von denen war jetzt derjenige, der hier am meisten kaputt ist? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der hinter mir. Das war dumm. Ich wollte Rückwärtsgang nehmen und den dann rückwärts rammen. Beide sind schon kaputt. Das ist nicht gut. Ja, dann... Oh, okay. Ja, komm. Dann, ja, jetzt kann ich den kaputt machen. Jetzt kann ich den da kaputt machen. Oder den. Das ist jetzt... Das ist noch ein Polizist. Jawohl, Luxus. Aha. Okay. Und noch ein Polizeiwagen ist da. Das ist sehr gut. Also aktuell läuft das wie geschmiert. Ich darf nur nicht erwischt werden. Das wäre nicht so toll. Und ich kann, glaube ich, auch sogar wagen, einen Verfolgungsstopper zu nutzen, aber nee, mache ich nicht. So, den nächsten mache ich jetzt auch kaputt. Aber zuerst den hier berühren. Hallo? So. So, berührt. Nee, habe ich nicht berührt. Mist. So, jetzt habe ich den. Ich bin berührt. Muss ich den linken da, glaube ich, berühren. Ach komm, ich wechsle mal die Seite und versuche mal jetzt den da zu berühren. Ich glaube, den habe ich noch nicht berührt. Kann das sein? Jawoll!
Gleich haben wir Stufe 2 erreicht. Jetzt haben wir auch Stufe 2 erreicht. Und jetzt sollten, glaube ich, neue kommen hier. Neue Cops. Was ist denn da los? Der hat da ein bisschen komisch geparkt, glaube ich. So, noch zwei Polizeifahrzeuge und dann ist mir alles andere irgendwie scheißegal, um ehrlich zu sein. Oh, ich war fast down. So, da ist der nächste. Und ich werde jetzt wieder den Speedbreaker nutzen, um den hier kaputt zu machen. Okay, das war nicht gut. Aha. Ich glaube hinter uns, hinter uns wäre einer gespawnt. Und der Stadtteil ist gesperrt, also müssen wir hier einmal kurz abbiegen. Und wir haben jetzt den ersten Meilenstein erreicht, und zwar jetzt. Wir haben 4 Minuten jetzt für, also die Verfolgung ist jetzt länger als 4 Minuten. Wir müssen noch einen Polizist berühren und dann können wir abhauen. Ich hoffe, jetzt kommt gleich ein neues Polizeifahrzeug. Oh. Das war nicht gut. Das war aber echt knapp jetzt. Ihr merkt sicherlich, dass ich hier ein bisschen bei so Verfolgungsjagden ein bisschen, ja, Schiss hab, beziehungsweise ich da einfach sehr, sehr verpeilt wirke, weil ich, keine Ahnung, ich mag es überhaupt nicht, solche Verfolgungsjagden zu machen. Vor allem bei Need for Speed Heat mag ich diese Verfolgungsjagden nicht, ey. So, den darf ich aber jetzt nicht zerstören, ey. Wenn ich den zerstöre, dann ist es ein bisschen blöd. Und die Verstärkung kommt in 45 Sekunden. Ich fahre einfach ganz langsam. Ich fahre jetzt mit 80 km/h. Sollte eigentlich nichts passieren. 80 km/h, okay. Der ist auch überhaupt nicht aggressiv. Der versucht mich erst gar nicht zu stoppen, ey. Doch, jetzt. Ich darf ihn nicht berühren. Ich glaube, wenn ich ihn allein nur einmal ganz kurz berühre, dann ist er tot. Ja, komm, ich möchte dich nicht berühren. Hallo. Dann fahre ich wieder hier zurück. Wechsle ich mal die Seite wieder mal. So, noch 10 Sekunden und dann kommt die Verstärkung und da werde ich dann jemanden berühren und dann sofort abhauen. Sofort abhauen. Gut. 10! Oh, jetzt kommen 10 Cops, das ist nicht gut eigentlich. Oh, okay. Easy. So, und jetzt... Oh! Bam! Jetzt haben wir alles hier erreicht. So, jetzt müssen wir den nächsten Verfolgungsstopper hier finden. Oder allgemein, wir müssen jetzt hier versuchen, so viele Polizeifahrzeuge zu zerstören. Oh, ja. Natürlich sind hier keine Verfolgungsstopper, war ja klar. Ich habe einfach nur Pech. Da vorne ist ein Verfolgungsstopper, den werde ich auch dann sofort nehmen. Oh, hinter mir sind 5 Autos, glaube ich, jetzt insgesamt. Wo ist der nächste Verfolgungsstopper? Jetzt müssen wir auf jeden Fall nach rechts abbiegen. Oh, können wir überhaupt nach rechts abbiegen? Ja. Hier. Komm. Ich möchte am liebsten wirklich alle zerstören, dann kriege ich ja auch noch Kopfgeld noch dazu. Ich glaube, pro Auto ja 1000, glaube ich, war das, ne? Dann kriegen wir noch 7000 Kopfgeld dazu. Oha. Das ist super. Bestimmt müssen wir gegen Ende um die 5 Millionen Kopfgeld erreichen, wenn wir gegen Razer fahren müssen. Das ist ja kein Spoiler. Wir fahren ja gegen Ende gegen Razer, weil er auf Platz 1 ist. Und ich glaube, das waren, glaube ich, um die 5 Millionen Kopfgeld oder so. Keine Ahnung. Gut. Noch ein Fahrzeug hinter uns direkt. Und da ist noch ein Verfolgungsstopper. Wir warten auf den nächsten, auf den, der ganz hinten. Und da ist noch einer. Also wir werden jetzt alle drei gemeinsam platt machen. Wir fahren jetzt hier die Tankstelle kaputt. Und ich glaube, da... Ach nee, ich habe niemanden getroffen, natürlich. So, dann fahren wir... Wechseln wir wieder die Seite. Oh, hallo. Okay, danke. Und wir nutzen direkt den nächsten Verfolgungsstopper. Komm. Ich hoffe, die werden jetzt alle getroffen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und wenn ich mich nicht täusche, sollte hier, glaube ich, ein Versteck sein. Können wir also uns gut verstecken. Jawohl, da vorne ist ein Versteck.
nutzen wir auch mal direkt die Gelegenheit und verstecken uns hier. Oh, hier sind wir safe. Jetzt sind wir. Sowas von safe. Oh! Oh, wir haben ganz schön viel Kopfgeld jetzt gesammelt, ne? Das ist sehr gut. Das ist, das war ein. Oh. Ich bin's. Anscheinend will diese Izzy dich herausfordern. Sie erzählt überall rum, dass sie dich zurück nach Rosewood schickt. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Aber unterschätze sie nicht. Das Mädchen kann echt fahren. Ich rufe dich an, sobald du sie besiegt hast. Okidoki, Rock. Wieso ruft die Izzy nicht uns an eigentlich? Das verstehe ich nicht. Wir wechseln schnell den Wagen, weil ihr wisst ja, Unterschlupf. Eigentlich könnte ich mit dem Wagen fahren, weil wir erleben ja keine Verfolgungsfahrten. Aber dennoch möchte ich einfach mal wechseln. Ein bisschen Abwechslung hier, ne? Ja, ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht, ne? Und dann fahren wir mal direkt weiter. Und es wäre eigentlich klug taktisch, dass wir direkt dann, wenn wir dann Izzy schlagen. Ich gehe davon stark aus, dass wir die Izzy schlagen. Dann ist hier eine Frau. Das habe ich jetzt nicht gesagt. was wollte ich sagen? Wäre es eigentlich taktisch klüger, wenn wir dann direkt danach wieder Meilensteine machen, damit der Multiplikator von Kobold möglichst hoch bleibt noch weiterhin. Weil ich glaube, je länger man im Unterschub den Wagen versteckt, desto schneller, also beziehungsweise geht dann auch dann dieser Multiplikator runter. Das ist die Izzy. Auch ein schönes Fahrzeug, was sie fährt, ein RX-8. Ich würde, glaube ich, privat nie ein RX-8 nehmen, also ungetuned verkaufen. Aber getuned sieht der Wagen schon echt nice aus. Das ist ein richtiges JDM-Rennen jetzt, ne? Super gegen RX-8. Nicht schlecht. Genau, das erste Rennen ist ein Sprintrennen und das zweite Rennen war ein Grundkursrennen, ne? Bam! Das ist, glaube ich, ein Verfolgungsschocker sogar. Wir können theoretisch sogar die Gegner mit wahrscheinlich zerstören, ne? Nee, aber die Gegner gehen ja nicht kaputt wie die Polizeifahrzeuge. Und schön Burger King-Werbung hier. Jetzt habe ich Bock auf Burger King. Nee, Mac ist es auch gut. Nee, eigentlich Burger King und Mac ist, da soll man eigentlich so wie. Also sollte man eigentlich nicht essen gehen. Sollte jetzt keine Anti-Werbung für Fastfood-Ketten sein, aber wenn man halt Burger isst, dann wirklich bei einem richtigen Burgerladen, also nicht bei so Fastfood-Laden. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich habe die Kurve nicht gut getroffen, ne? Shit. Ich sehe schon kommen, die Izzy, die wird uns wahrscheinlich schlagen sogar. Weil ich gerade eben so eine große Klappe hatte von wegen, oh, weil sie eine Frau ist und so, ne? Ah, Mist, okay, ich fahre jetzt wirklich scheiße gerade. Ja, habe ich auch verdient wegen der Aussage vorhin, ne? Hoffe ich, fährt sie jetzt gleich ein bisschen langsamer für uns? Wegen Gummiband-Effekt wird sie bestimmt langsamer fahren. Bitte? Ich kann jetzt ein bisschen ruhig langsamer fahren jetzt. Ja. Holen wir überhaupt auf jetzt? Das ist die große Frage. Da ist sie. Sie hat die Schranke zerstört, hat da sicherlich ein bisschen was verloren vom Speed her. Aber wir haben auch irgendwas getroffen, auch nicht gut. Hallo? Itzy? War ein bisschen... Ja, guck mal, die fährt viel zu aggressiv. Das ist, glaube ich, das größte Problem bei Itzy. Sie ist einfach zu aggressiv. Aber da ist schon das Ziel. Ah, Mist, ey. Ja, kommt davon, wenn ich halt sage, das ist eine Frau, ja. Gut, dann starten wir nochmal das Rennen neu. Wir können es auch theoretisch hier beenden. Was passiert eigentlich, wenn wir das Rennen dann beenden? Dann verlieren wir unser Wagen wahrscheinlich sogar, ne? Weil das ist halt total blöd für denjenigen, der herausgefordert wird. Warum verletzt er nur das, also der Gegner nur das Fahrzeug und nicht wir? Also wenn wir ein Rennen verlieren, sollten wir eigentlich unser Fahrzeug auch verlieren, oder? Aber, naja. Wir haben schon einmal ein Auto verloren, und zwar hat Eraser ja unser Fahrzeug ja geklaut, ne? Also wirklich geklaut, der hat unser Wagen ja manipuliert, dieser Arsch. Und ich glaube, Blackbox wollte uns nicht mehr bestrafen wahrscheinlich. Ist schon eine Bestrafung genug, dass wir unseren M3 verloren haben. Ah, unser M3, schöner Wagen. Ah, schon wieder hier die blöde Leitplanke getroffen, ey.
Und deswegen gibt es auch keine Schwierigkeitsgrad, also keine Schwierigkeit hier. Also kein Schwierigkeitsgrad so rum. Weil ich glaube, der Schwierigkeitsgrad wird dynamisch angepasst hier und ich bin wieder hier gefahren, ey. Mann! Irgendwie habe ich jetzt gerade Probleme gegen Easy zu gewinnen. Ich bin dann wieder gerade hängen geblieben, das ist nicht gut. Oh, hier rechts war eine Abkürzung, glaube ich. Aber ob die wirklich schneller ist? Na, weiß ich nicht. Gut, und bitte wieder hier, genau, die Schranke hat sie wieder zerstört. Das ist sehr gut. Hat ein bisschen an Speed verloren. Sie braucht die Geschwindigkeit. Sie need the Speed. Habt ihr verstanden? Sie need the Speed. Ach, gut, egal. Und die letzte Kurve noch. Und jetzt kommt Nitro, werde ich komplett hier optimal ausgenutzt. Optimal. Und das nächste Rennen ist ein Rundkursrennen, ein Diamond. Oder heißt die Strecke Diamond einfach so? Genau. Und perfekter Start, wieder. Erwischt. Dann direkt hier die Abkürzung nehmen. Also wer nutzt bitte hier nicht die Abkürzung, natürlich die Izzy. Also ich glaube, jeder würde die Abkürzung hier nehmen. Und natürlich, wer nutzt bitte schön freiwillig nicht die Abkürzung? Das ist ein bisschen komisch. Also die KI ist ein bisschen dumm. Die ist dumm, die dumm, die dumm. Gut. Zwei Runden müssen wir fahren, okay. Da stand ja auch ungefähr drauf, wie lange das Rennen dauern wird. 4 Minuten. Also gehe ich davon aus, dass wir für eine Runde 2 Minuten brauchen. Das meine ich vorhin auch. War das in diesem Part? Ich glaube, das im letzten Part habe ich es erzählt, dass ich lieber Sprintrennen fahre, weil die kürzer sind. Und das hat mir auch gesehen hier. Das erste Sprintrennen war ja nur 2 Minuten lang. Und hier dauert ein Rundkursrennen doppelt so lang. Ne? Das ist so der Grund, warum ich Sprintrennen mehr mag irgendwie. Weil wegen mehr Abwechslung. Dann sieht man auch mehr... die Umgebung, beziehungsweise gibt es halt mehr Abwechslung halt allgemein, ne? Oh, Izzy hat einen Dreher gehabt oder keine Ahnung, jetzt haben wir über 600 Meter Vorsprung. Ich sehe aber auch schon kommen, die wird gleich richtig krass stark aufholen. 700 Meter fast Vorsprung. Auch wenn wir wahrscheinlich, also ich hoffe, dass ich jetzt hier sauber fahre, aber auch wenn ich sauber fahre, bringt das nicht viel. Die wird bestimmt 100%ig krass aufholen hier. Gucken wir einfach mal. Ich würde jetzt sogar behaupten, ich fahre jetzt in einer relativ anständigen Linie aktuell. Und die holt krass auf. Sich jetzt schon. Ja, sie hat schon fast die Hälfte aufgeholt, ey. Ja, jetzt hat sie mehr als die Hälfte aufgeholt. Ich hasse das, ey. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, gerade eben im ersten Rennen hier habe ich ja auch gehofft oder gebetet, dass sie ein bisschen langsamer für uns fährt. Ne? Ja, zum Teil kann ein Gummiband-Effekt ja auch praktisch sein. Aber dennoch bin ich nicht so ein großer Freund von Gummiband-Effekt. So, egal. Letzte Runde. Ich hoffe, wir werden jetzt souverän hier das Rennen gewinnen. Das wäre super. Ei, ich drifte ein bisschen zu viel. Das ist nicht gut. Ui. Ich glaube, weil wir jetzt mit dem Heckspeedler fahren, merke ich wahrscheinlich mehr jetzt einen Unterschied, wenn die Strecke nass ist, weil Hecktriebler, ne, bei Regen, bei Fronttriebler bei Regen sind ein bisschen stabiler, kann man bessere Zeiten sogar auch fahren. Also ist ein Wheeldive so zumindest, bei echten Rennen jetzt zumindest, sind die Fronttriebler ein bisschen schneller unterwegs als die Hecktriebler, wenn Fahrzeuge im selben Niveau sind auch. Und hier, keine Ahnung, merke aber jetzt gerade nicht so den großen Unterschied. Vielleicht Placebo-Effekt merke ich, denke ich wirklich, dass der Wagen jetzt ein bisschen mehr rutscht. Aber das ist vielleicht wirklich nur, bilde ich mir das ein. Keine Ahnung. Und die hat wieder einen Unfall gebaut. Hat sie nicht in derselben Stelle auch, in letzter Runde auch, da ja irgendwo einen Unfall gebaut? Also anscheinend mag die IC die Stelle hier nicht so. Besser für uns. Und die KI sollen auch mal bitte ein paar Fehler machen, ne? Nicht nur wir immer. Sondern das ist auch ein bisschen menschlich, wenn die KIs mal
hier einen Unfall bauen, ne? Gut. Jetzt hoffentlich bleibt sie die ganze Zeit hinter uns. Das wäre super. Wenn dieses Lied kommt, dann fahre ich automatisch schneller wieder mal. Gott. Und direkt die Abkürzung nehmen. Ich koppel jetzt noch zwei Kurven, dann ist das dann fertig. Das ist die letzte Kurve. Die zieh ich direkt hinter uns gleich. Ach, die Kurve, die mache ich ja auch überhaupt nicht, ey. Boah, das ist immer der Wagen so instabil. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Itzi geschlagen. Jawohl. Gut. Wir haben Itzi abserviert. Super. Freut mich. Und ich hoffe, dass wir ihr Wagen auch freischalten. Vielleicht, also, ja, keine Ahnung. Mal ganz links ausprobieren. Jawohl, jetzt klappt das endlich, ey. Und natürlich werden wir hier wieder ein Leistung-Upgrade hier uns holen. Kompressor, okay. Was ist, wenn wir mit einem Turbo fahren? Ist das jetzt auch dann gleichzeitig auch ein Turbo-Upgrade? Keine Ahnung. Aber wir haben Itzis Fahrzeug auch, ne? Der nächste Gegner. Der fährt, glaube ich, ein Eclipse, wenn ich mich nicht täusche. Das ist der Big Lou. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen, sein Name. Genau, der fährt Mitsubishi Eclipse. Dieser koreanische Muskelprotz hält sich für einen echten Frauenschwarm. Aber das ist nicht nur Show. Angeblich hat er Angst vor den Cops und macht sich bei jedem Rennen in die Hose. Außerdem kann er wohl nicht mit der Kupplung umgehen und ist deshalb ein schlechter Starter. Oha. Aber darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. So. Und der Big Lou, der fährt einen Eclipse. Ich meine, ich weiß auch, wie der Wagen aussieht. Ist der Wagen rot? Ich glaube, der Wagen ist rot, ne? Nee. ja. Stimmt, der mit ja. Auf jeden Fall eine sehr koreanische Lackierung, würde ich mal jetzt behaupten. Mit dem Tiger. Ist das koreanisch? Nein, koreanisch ist das nicht. Ach, keine Ahnung. Ja gut, Izzy's Rennkarriere ist gelaufen. Mach weiter so. Ich melde mich später. Vielen Dank, dass du deswegen eine Sprachnachricht schickst. Das war hier total unnötig. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.